Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen hässliche Teile kombinieren Video. Lang ist es her und normalerweise ist das ja so, dass ihr mir einen Link per Instagram zuschickt, was ihr sehr gerne übrigens wieder machen könnt, mit Teilen, wo ihr euch denkt, oh mein Gott, Sophia, das schaffst du niemals in einem coolen Outfit zu kombinieren. Das mache ich mir dann zur Aufgabe und daraus entstehen dann auch teilweise die coolsten Outfits, womit ich selbst auch wirklich überhaupt nicht gerechnet hätte. Heute machen wir das mal so ein bisschen anders, denn Sinn und Zweck dieser Reihe ist es, sich in Mode neu verlieben zu können und vielleicht auch Teile, die man zu Hause hat, wo man sich denkt, oh mein Gott, was habe ich damals darin gesehen? Ich finde das jetzt mittlerweile total hässlich oder man hat irgendwas geschenkt bekommen, dass man irgendwie versucht, daraus wieder ein schönes neues Outfit zu zaubern, bevor man das Ganze weggibt oder vor allen Dingen schlimmstenfalls irgendwie wegschmeißt. Dementsprechend kam natürlich von eurer Seite aus der Vorschlag, dass ich mit meinen aussortierten Teilen doch genau mal sowas mache und sie neu kombiniere. Deswegen habe ich mir heute ein paar Teile aus meinen aussortierten Teilen rausgesucht, die ich einfach mal versuchen werde, mit den Sachen, die ich zu Hause habe, nochmal neu und schön zu kombinieren. Und ich muss ehrlich sagen, dass es mir so viel schwerer gefallen ist, als Teile, die ihr als hässlich empfindet und mir zuschickt. Wahrscheinlich, weil ich selbst eine emotionale Bindung dazu habe und irgendwie schon so eine Art Abneigung leider entwickelt habe. Dementsprechend ist es noch eine viel, viel größere Challenge, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Falls ihr noch Lust habt auf weitere Ausräumen, Ausmist-Videos oder sonstiges, lasst es mich sehr gerne wissen. Vergesst nicht, dem Video ein Däumchen nach oben zu hinterlassen und schaut sehr gerne auf Instagram vorbei. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem hässliche Teile-Video. Fangen wir doch mal mit dieser wunderschönen geometrischen Bluse an, wo ich euch ja schon beim Aussortieren gesagt hatte, dass ich die an sich gar nicht so schlecht finde. Schaue ich sie mir aber wiederum zwei oder dreimal an, finde ich sie irgendwie ganz, ganz grausam. Ich weiß nicht, ob das vor allen Dingen auch einfach an dem Material liegt. Kennt ihr das, wenn ihr Sachen anfasst und euch denkt, das will ich irgendwie nicht so ganz an meiner Haut haben? Irgendwie geht es mir mit dieser Bluse genau so und dementsprechend in Kombination mit dem Muster ist es mir irgendwie too much. Wenn ich es mal finden würde, würde ich es irgendwie tragen können und dementsprechend habe ich für euch mal drei Outfit-Optionen rausgesucht und zwar ist das allererste Outfit eher etwas sommerlicheres. Normalerweise würde ich ja einfach meine Jeans-Shorts mir schnappen, aber ich habe mir gedacht, wie wäre es mal mit einem Jeans-Rock in Kombination. Das Hemd dann einfach nochmal geknotet mit ein paar Sandalen und ich würde sagen, es wäre ein ganz klassisches Sommer-Outfit, sage ich jetzt mal, mit dem ich aus die Straße gehen würde, wo ich aber ich persönlich jetzt nicht sagen würde, ja, voll stylisch oder sowas, sondern ich würde sagen, ein Klassiker, der absolut immer geht und was man eigentlich sehr gut mit jeglicher Art von Bluse irgendwie machen kann. In den Kommentaren dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne da lassen, welche dieser drei Outfit-Optionen euch am besten gefallen hat, beziehungsweise natürlich auch sehr gerne einen Vorschlag geben, wie ihr das mit euren Sachen zu Hause kombiniert hättet. Denn leider habe ich natürlich auch nicht alles zu Hause zur Auswahl. Das zweite Outfit, das ich mir überlegt habe, war dann eher so diese lockere, wie heißt es nochmal? Jetzt habe ich ernsthaft den Namen dieser Jeansform vergessen. Slouchy Jeans, jetzt habe ich es wieder. Die Slouchy Jeans, die, nach der ich auch übrigens so oft gefragt werde, die war mal von Pull & Bear, aber leider gibt es die einfach nicht mehr. Ich suche immer wieder nach dem Link, weil so viele Fragen, aber ich finde es leider nicht. Und da habe ich dann auch wieder das Hemd dazu kombiniert, auch die Sandalen einfach angelassen, die Jeans unten so ein bisschen hochgerollt. Und ich muss sagen, ich finde es vom Prinzip her nicht schlecht, weil ich mag das eigentlich, eine lockere Jeans, die einfach tailliert ist an der Taille und dann nochmal eine lockere Bluse oder Hemd dazu anzuziehen. Allerdings, also vor allen Dingen, wenn es dann halt irgendwie reingesteckt ist und man die Taille halt wiederum erkennt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich farblich die Jeans bei dieser Outfit-Option zu hell finde. Also ich würde sie dunkler wählen und finde aber grundsätzlich die Form schon mal, dass es unten enger wird, ganz cool. Klar, eine Skinny Jeans würde auf jeden Fall auch funktionieren. Nur irgendwie bin ich persönlich gar kein Fan mehr von Skinny Jeans, deswegen würde ich so eine Jeans immer bevorzugen, weil ich sie viel, viel bequemer finde. Und wenn sie halt noch ein paar Tick dunkler wäre oder einfach eher dunkelblau und so ein bisschen verwaschen, sieht sie, glaube ich, cooler aus zu diesem Hemd, weil das Hemd ja irgendwie doch grundsätzlich mehr zu dunkleren Farben tendiert. Deswegen an dieser Stelle auch die dritte Outfit-Option, die nochmal etwas anders ist. Und zwar habe ich da erstmal einfach einen schwarzen Lederrock dazu kombiniert mit so einem Front-Zipper und dazu noch ein paar schwarze Boots, so die einzigen, wo ich mir dachte, das könnte irgendwie passen. Ich finde, das Outfit ist dann nochmal im Gegensatz dazu zu den anderen komplett elegant. Eine andere Geschichte finde ich auch sehr, sehr cool, würde ich auf jeden Fall tragen und ich finde, wie ihr seht, kommt die Bluse mit dem dunklen Ton, also mit dem Schwarz, viel, viel besser raus als mit diesen hellen Jeanstönen. Deswegen bei den Jeanstönen, wie gesagt, würde ich eher eigentlich zu dunkleren Farbtönen tendieren. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, irgendwie ein Video zu sehen, was für verschiedene Jeansfarbtöne es gibt und wem welcher Jeansfarbton steht, beziehungsweise in welchem Outfit welcher Jeansfarbton passt. Habe ich mir eben gerade so überlegt, könnte nämlich eine sehr, sehr spannende Thematik sein, wo ich selbst auch sehr viel dazulernen würde beim Recherchieren. Also lasst mich sehr gerne wissen, falls ihr Bock drauf habt. Das nächste Teil ist ein Teil, was ich sehr gerne mal umnähen würde. Lasst es mich sehr gerne wissen,
testen, falls ihr Bock drauf habt. Weil ich finde, es hat grundsätzlich eigentlich viel Potenzial und ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Farbe von diesem Zuknöpfkleid und ich finde auch den Schnitt und die Knöpfe und sowas. Irgendwie hat es was. Irgendwie hat es auch etwas von diesem Safari-Trend, den es ja momentan ganz stark auch gibt. Ich werde euch mal 2, 3 Bilder dazu einblenden. Es geht irgendwie in die Richtung. Deswegen glaube ich, kann man daraus einen coolen Zweiteiler machen. Oder irgendwie doch noch ein cooles Kleid, so ein trägerloses mit so ganz dünnen Trägern oder sowas. Hat, glaube ich, sehr viel Potenzial. Jetzt habe ich aber erstmal irgendwie versucht, das zu kombinieren und nicht umzuschneiden. Ich habe mir am Anfang erstmal gedacht, kann ich das irgendwie umstecken, sodass die Stofffalten nicht nerven, weil ich finde gerade bei diesen Umsteckgeschichten, es muss trotzdem irgendwie noch tragbar und bequem sein. Aber ich habe gar keine Variante gefunden, irgendwie diesen Kragen loszuwerden, weil ich glaube, das, was mich stört an dem Kleid, ist die Kombination mit dem Kragen und dem Ärmellosen. Vielleicht mit ein paar kleinen süßen Ärmel fände ich süßer. Aber so ohne Ärmel, oh. Und dann habe ich mir gedacht, nutze es einfach als Jacke. Wenn es jetzt wirklich nutzen wollen würdest, die wäre es wirklich mit so ein bisschen mehr einem Festival-Look und einer Jeans-Shorts, ganz klassisch, mit einem weißen Crop-Top. Das ist das Crop-Top übrigens aus meiner neuen Sommerkollektion, falls es euch gefällt. Sehr gerne unten mal vorbeischauen. Und ich habe das dann so als Weste, als lange Weste kombiniert. Und wenn man, sag ich jetzt mal, noch so eine Festival-Frisur hat oder am Festival geht, why not? Finde ich ganz cool. Ich habe dann noch schwarze Boots dazu angezogen. Aber um diesen Look eigentlich wirklich zu komplettieren, würde ich euch nicht diese schwarzen hohen Schnürboots empfehlen. Ich habe, obwohl ich Schnürungen sehr, sehr cool finde, weil so clean, einfache Boots würde ich eher nicht sagen. Wenn dann so ein bisschen so ein Cowboy-Stil. Also wirklich so Cowboy-Boots, das könnte ich mir sehr, sehr gut dazu vorstellen. Habe ich nur leider keine zu Hause. Aber ich finde das Outfit nicht schlecht. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen für so einen coolen Sommerfestival-Look. Das nächste Teil ist ein Rock, wo ich total unterschiedliche Vorschläge bekommen habe. Das ist ein Rock, den ich mit euch zusammen auf Instagram kombiniert habe. Ich sehe euch das absolut nach, weil ich gebe euch ja feste Vorschläge und ihr könnt dann bei der Umfrage klicken, ja oder nein oder enger oder locker. Falls ihr Lust habt, das nächste Mal mitzumachen, vor allen Dingen habe ich vor, dort eine Live-Session hässliche Teile zu machen, machen wir am besten direkt mal einen Termin dafür. Und zwar am 17.08. um 19 Uhr. Da werde ich mal versuchen, so ein paar hässliche Teile. Also schickt mir sehr gerne ganz dringend jetzt bei Instagram was zu, was ihr da in diesem Livestream sehen wollt. Schön zu kombinieren und zwar live mit Dingen, die ich zu Hause habe oder irgendwie zusätzlich dafür bestellt habe. Ich muss ein bisschen schauen, wie wir es organisieren. Ab 17.08. nächster Montag, 19 Uhr auf meinem Instagram-Account live hässliche Teile, falls ihr Bock drauf habt. Und ihr habt auf jeden Fall jetzt fleißig abgestimmt mit diesem engen, nudefarbenen Top in Kombination mit ein paar Sandalen und der Jeansjacke. Ich persönlich liebe ja Stilbruch, deswegen finde ich die Jeansjacke zu diesem etwas schickeren Rock sehr, sehr cool. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hätte gar nicht so viel an dem Outfit geändert, außer dass ich vielleicht so eine Strickvariante noch dazu genommen hätte, sodass ich ein bisschen einen Materialmix habe. Ich finde die Jeansjacke immer noch sehr, sehr cool dazu. Allerdings kann ich mir, wenn gerade mit dieser Strickvariante, auch vorstellen, dass dazu ein sehr, sehr schicker Blazer cool aussehen könnte, wenn man dann noch solche coolen Dad-Sneaker hätte. Falls ihr nicht wisst, was es ist, ich blende euch mal kurz 2, 3 Beispiele ein. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich glaube, es könnte ein cooles Outfit sein. Aber vielleicht irre ich mich auch total. Und damit kommen wir nämlich auch direkt zum nächsten Teil, und zwar diesem knallegrünen, froschgrünen Oberteil. Das ist ein Oberteil mit einem sehr, sehr speziellen Schnitt, mit sehr viel Balance. Da passiert sehr, sehr viel bei diesem Oberteil. Ja, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack und ich muss ehrlich sagen, der Schnitt stört mich gar nicht so, weil ich finde eigentlich so speziell geschnittene Blusen sehr, sehr hübsch und sind auch auf jeden Fall ein Eyecatcher. Aber ich weiß nicht, was ich mir bei der Farbe gedacht habe, weil ich muss irgendwie sagen, das Grün, ich habe das Gefühl, es steht mir irgendwie nicht so, weil es ein kühles Grün ist und ich ja doch eher der wärmere Typ bin, was Farben angeht. Und ich habe dann erstmal versucht, diese Dad Jeans dazu zu kombinieren. Und man muss ja ehrlich sagen, was ist das? Also ich finde so eine Slouch Jeans, na, das passt irgendwie auch nicht, weil die Bluse ist ja doch irgendwie sehr elegant. Ich dachte so, mach ein Stilbruch rein, weil, wie ihr wisst, ich liebe Stilbrüche. Hat nicht funktioniert. Das war irgendwie ein Fail. Irgendwie sah ich ganz kurz und komisch und gleichzeitig unproportional und strange aus. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, wir müssen jetzt doch wieder, auch wenn es langweilig ist, den schwarzen Lederrock rausholen, weil irgendwie rettet der gefühlt jede hässliche, in Anführungsstrichen sage ich das ja immer, Bluse raus. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen,
besorgt euch so einen schwarzen Lederrock. Damit passt gefühlt jede hässliche Bluse und sieht plötzlich wieder elegant und cool aus. Deswegen liebe ich ja Basics, die so zeitlos sind, wo man sich einfach denkt, das kann ich dazu kombinieren, dann bin ich entspannt. Geil, sowas ist immer top. Allerdings muss ich ehrlich sagen, klar könnte ich jetzt wieder die schwarzen Boots dazu anziehen, aber ehrlicherweise würde es mich einfach mal an dieser Stelle interessieren, was für Schuhe würdet ihr dazu anziehen? Würdet ihr dazu noch eine Strumpfhose anziehen? Weil ich finde, ja, ein Lederrock ist etwas, was nicht so ganz für den Sommer ist. Und im Herbst würde ich mir dann den Poppes abfrieren. Soll ich dazu dann eine Strumpfhose anziehen? Aber sollte es eine schwarze sein? Aber ist die schwarze dann nicht, auch selbst wenn sie durchsichtig ist, vielleicht nicht zu schwer in Kombination mit dem Grün? Und dann noch schwarze Boots? Also wisst ihr, ist es dann nicht zu blockartig? Schwarz, knallgrün. Falls ihr da Inspiration und Ideen habt, lasst es mich sehr gerne wissen. Vielleicht kriege ich da auch noch irgendwas zusammen bis nächsten Montag zu dem Livestream auf Instagram und dann können wir es da auch nochmal live anprobieren, wenn ihr mir jetzt irgendwie coole Vorschläge zuschickt. Auf alle Fälle bin ich sehr gespannt, was ihr zu den Ergebnissen sagt. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, bei diesem hässliche Teile kombinieren Video habe ich irgendwie am meisten versagt. Ich habe so viel mehr Inspiration, wenn ihr mir Teile zuschickt, wo ich auch oft denke, oh mein Gott, keine Chance. Und irgendwie geht's wieder, weil da kommt mehr Input rein. Also schreibt sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten und wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls euch das Video Spaß gemacht hat. Und ich verlinke euch hier das letzte hässliche Teile-Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!